Erst was essen. Komischerweise verspritze ich jetzt beim Dosenöffnen keine Kalorien mehr. Habe ich bisher nur einmal erlebt, dass ich hier was verspitzt habe. Aber okay, so, wir machen 9 Stunden. Sind einigermaßen ausgeruht. Schau mal runter, wie der Wolf ausschaut. 62. Er ist trocken. Wir haben ja, Moment, wir haben hier 2. Die 62 ist die Rehhaut und 67, 48. Das ist ja, wie lange braucht er denn zum Trocknen? 7 Tage braucht er zum Trocknen. Das heißt, wir sind noch ein bisschen länger. Das heißt aber auch, wir werden uns hier noch ein bisschen umschauen. Hilft alles nichts. Es wird jetzt dann Tag. Das heißt, wir machen uns nochmal auf den Weg und werden noch ein bisschen spazieren gehen. Ja, so machen wir das. Ohne Werkzeug zerschlägst du die Dosen und verschüttest einiges, sagt Leana. Ja, das ist richtig, aber das steht dann immer hier unten. Und bei, ich sag, bei den 10 Dosen, die ich jetzt schon geöffnet habe, habe ich nur eine verschüttet, komischerweise. Weiß nicht wieso. Apropos, wir haben wieder eine Dose im Inventar, oder? 2 sogar. Dann, bevor es hell wird, momentan hört es sich ziemlich ruhig an, muss ich sagen. Schmeißen wir hier den ganzen alten, das ganze alte Zeug rein. Und dann werden wir nochmal ein bisschen spazieren gehen draußen. Und vielleicht schießen wir uns doch noch einen Hirsch oder vielleicht auch das ein oder andere Häschen. Ich wollte auch Häschen für die Handschuhe jagen gehen. Also Werkzeug kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Das Angelzeug legen wir ab hier. Wenn ich es noch finde. Das sind die Sachen, die wir mitnehmen. Unbedingt dann. Dann Pfeilspitzen. Da müssen wir noch was basteln. Dann den Schlafsack brauchen wir momentan nicht. Den können wir eigentlich hier lassen. Erstmal. Kann ich den einfach fallen lassen? Ich habe ja jetzt auch kein Werkzeug mit dabei. Und habe nichts verschüttet. Das meine ich ja. Komischerweise ist das nicht immer jetzt passiert. Dann Magnesiumfackeln. Können wir auch mal ablegen. Pfeil und Bogen nehmen wir noch nicht mit. Da haben wir ja nur einen Pfeil jetzt. Das macht keinen Sinn. Und hier die Häute und das ganze Zeug, das legen wir auch erstmal hier alles rein. Das brauchen wir momentan noch nicht. Gut, dann sind wir bei 21 Kilo jetzt. Wieso sind wir denn jetzt so leicht auf einmal? Weil wir nichts zu essen mit dabei haben. Ach so, mit Messer und Axt geht's auch. Okay. Ah. Und dann verschüttet man offenbar auch nichts. Feuerstahl können wir ablegen. Den Feuerstahl legen wir ab. Es ist draußen ungewöhnlich ruhig. Ich weiß nicht, ob mir das Sorgen machen soll oder ob das so in Ordnung geht. Stöcke brauchen wir auch noch. Nur für den Fall wieder, ne? Wisst ihr ja. Dann passt das soweit. Gut. Dann schauen wir mal nach draußen, ob wir hier noch schon was sehen überhaupt. Oh, es sieht ziemlich kalt aus. Natürlich. Es ist nicht windig, aber es ist immer noch schweinekalt.
komme hier nie mehr weg. Ich kann ja auch die Wolfspelze jetzt nicht mitnehmen. Das ist ja auch Quatsch. Die sind schweineschwer. Macht ja auch keinen Sinn. Ich werde nochmal ein bisschen schlafen. Mal zwei Stündchen. Die Sonne geht gerade auf. Jetzt schauen wir nochmal. Es wird immer noch kalt draußen sein. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir überhaupt hinlaufen können. Wir könnten. Oh. Wir könnten uns schon mal den Weg suchen. Es ist immer noch kalt. Es ist immer noch kalt, obwohl kein Blizzard da ist. Ich höre schon wieder Fußtapse hier. Obwohl immer noch. Noch kein Blizzard da ist, es ist trotzdem kalt. Wir könnten uns den Weg schon mal suchen für den Gebietswechsel. Das ist keine schlechte Idee. Manchmal habe sogar ich schöne Gedanken. Witze. Dann gehen wir den schon mal vor. Damit wir uns später nicht mehr so schwer tun, wenn wir voll beladen sind. Müssen wir was mitnehmen? Ich denke eher nicht, oder? Wir haben Essen mit dabei. Wir haben gar kein Essen mit dabei. Ah, verdammt. Wir brauchen jetzt auch kein Essen. Wir brauchen noch kein Essen. Deswegen hier die, das können wir hier lassen. Das Zeug, das Nähzeug. Und das setzen wir mal hier rüber. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Und das Gewehr haben wir auch mit dabei, oder? Ja, mit 3 Schuss. Bisschen wenig, aber. Moment, jetzt war es ja noch kalt, oder? Verdammt. Es war ja noch kalt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Sonne aufgeht. Ich kann hier nicht rumlaufen. Okay. Während wir hier warten, können wir. Was machen wir denn? Wildnisküche vielleicht mal machen. Können wir da was lesen? Eine Stunde. Können wir nicht, weil wir hungrig sind, verdammt. Das Spiel merkt aber auch immer alles. Ganz furchtbar. Schweinefleisch, wir essen das Hundefutter. Das Spiel merkt immer alles. Die Bücher müssen wir ja auch alle mitnehmen. Die will ich nicht hier lassen. Sind schon wieder so durstig. Was ist denn da los? Haben wir irgendwo ein Loch, wo das rausläuft? Eine Stunde. Hallo, Vendros. So, dann werfen wir mal wieder einen Blick nach draußen. Vielleicht steht die Sonne am Firmament und keine Wölfe. Wieder diesig und kalt. Also, auch wenn jetzt kein Blizzard mehr ist, kalt ist trotzdem noch. Und warm wird es dann immer komischerweise erst ab Mittag. Das hat mir bei den anderen Gebieten ein bisschen besser gefallen. Da konnte man mal Glück haben, mal Pech haben, das war irgendwie ein bisschen schöner. Das hier ist einfach nur nervig. Da müssen wir noch. Ich will nicht nochmal lernen, weil Lernen natürlich auch wieder an der Energie zehrt. Und das ist natürlich blöd, weil wir brauchen Energie, wenn wir jetzt zum Erkunden gehen. 50% ist der jetzt gerade mal. Das heißt, wir brauchen hier bestimmt noch 2 Tage Minimum. Oh, Moment, nicht so lang. Machen wir mal 2 Stündchen. Einen kleinen Vormittagsschlaf. Aber ich brauche die Bücher nicht mitschleppen, wenn ich sie jetzt lerne, meinst du? Damn you!
Ist halt echt nervig. Ja, dann lernen wir wieder ein bisschen, oder? Aber jetzt sind wir wieder hungrig. Also das Essen macht mir ein bisschen Sorgen jetzt, weil wir nicht mehr viel haben. Wir noch ein paar Tage hier bleiben müssen. Na gut. Geschmackloser Riegel. Dann essen wir mal den Riegel hier. 250 Kalorien. Das Buch, wenn wir hier auslesen, da haben wir nur 5 Stunden, das heißt, da können wir ruhig das fertig lernen. Das ist richtig. Beim anderen, da waren es irgendwie um die 25 Stunden. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Ist draußen jetzt schon wieder Sturm angesagt. Wahrscheinlich bekomme auch bald den Lagerkoller. Kann ja auch bald kommen. Ich glaube, die ersten Tage sind immer Lagerkoller frei. Aber dann so nach 5 oder 10 Tagen. Ach, come on. Ja. Ich sag gar nichts mehr. Nee. Das geht mir nur auf die Nerven. Und muss mich nur ärgern. Und ich sterbe dann einen Tag eher. Und nee. Das muss nicht sein. Wo das Spiel meinst du? Ich glaube, das ist so in Kanada angesiedelt. Die Entwickler sind von Kanada. Und ich glaube, ja, das soll auch von dort kommen quasi. So, jetzt haben wir das ausgelesen, das können wir ablegen. Kochen Anfänger haben wir gelernt, sehr schön. Was können wir denn da Schönes machen? 10% Kalorien von jedem gegarten Essen haben wir jetzt zusätzlich. Lagerkoller ist echt schlimm. Das ist richtig schlimm. Ist jetzt vielleicht bei uns, na, müssen wir mal schauen, ob das so schlimm ist, weil wir draußen ja, glaube ich, Autos haben. Das heißt, wir können uns dann auch mal eine Nacht lang ins Auto setzen und schlafen. Das sollte auch funktionieren. Und ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Essen, Mensch? Ich kann ja jetzt nicht ständig essen und lernen und essen und lernen. Ich schau nochmal nach draußen, ob vielleicht doch ein Hirsch rumläuft. Irgendwo. Ja. Kein Hirsch zu sehen. Eigentlich gar nichts zu sehen. Na gut, was machen wir denn da jetzt? 6 Sachen haben wir noch zu essen. Die brauchen wir für die Nacht. Da hinten liegt noch ein Dosenöffner versteckt. Den habe ich gar nicht gesehen. Wir haben zwar schon einen, aber naja. Egal. Sind voll ausgeruht, können aber nichts lernen. Können wir denn irgendwas stopfen? Klamottenmäßig hier. Wir haben ja wieder, wir können ein bisschen was zerlegen. Wir können vielleicht noch ein bisschen was zerlegen, wobei das hier, denke ich mal, keinen Stoff gibt. Nehmen mal die Sachen alle mit rein und dann zerlegen wir und werden noch mal ein bisschen reparieren. Hier gibt es nur Leder. Sonne auch schon unter. Normalerweise
würde ich mich immer über Leder freuen. Jetzt würde ich mich aber eher über... Better find some water. Selbst die haben keinen Stoff. Naja, dann müssen wir die Vorhänge kaputt machen. Die da bestimmt noch irgendwo rumhängen. So, wir legen wieder ab. Das Buch müssen wir noch lernen. Haben wir hier 10 Lederstücke, Wahnsinn. Jetzt pass mal auf, ich suche mal hier Vorhänge. Ja, schon 9 Minuten. Das machen wir jetzt wahrscheinlich die ganze Nacht. Während draußen der Sturm tobt. So, ab Mitternacht, denke ich mal, werden wir dann einfach ein bisschen schlafen noch. Ich sehe ja wieder fast gar nichts mehr. Weil es gut, dass das immer 3 Stoffe gibt. Reparieren. Das ganze Haus wird zerlegt. Was? Zum Stoffe zerlegen benötigt Licht. Das fällt ihm jetzt aber früh ein. Es ist schon die ganze Zeit dunkel. Was ist das arme Messer? Wir haben ja noch ein paar. Kein Problem. Na schön, dann würde ich mal sagen, wir legen uns schlafen und verbrauchen wieder eine wertvolle Packung mit Essen. Ich werde jetzt vielleicht doch nur einen kleinen Riegel essen. 250. Und dann wird es uns zwar ein bisschen wehtun bei unserer Lebensleiste, aber okay. Können wir ja doch ein bisschen schlafen jetzt. Ja. Machen wir mal 7 Stunden. Und draußen tobt der Sturm. Das ist so langweilig. Wir sind schon komplett erholt. Jetzt ist draußen Ruhe. Schau mal nach draußen, ob es kalt ist, ob wir was sehen und ob wir uns vielleicht sogar rauswagen jetzt im Dunkeln schon. Oh, ich würde sogar... Oh, das wäre eine schöne Nacht jetzt hier. Okay, wir machen das. Wir gehen jetzt im Dunkeln schon raus und hoffen einfach mal, dass wir nicht wieder den Sturm in der Früh haben. Wir hatten den ja jetzt gerade eben. Allerdings müssen wir uns dafür nochmal vorbereiten. 3 Liter ist okay. Anzünder haben wir mit dabei. Das Buch nehmen wir nicht mit. Bleibt erstmal hier. Dann Stöcke nehmen wir mit. Das passt auch. Hier haben wir nichts weiter. Oh, da könnte man eventuell noch reparieren, oder? Ja, egal. Egal. Die Dose legen wir ab. Und ansonsten. Ja, sind wir gut gerüstet. Wir verziehen uns und werden hier mal auskundschaften, wo wir uns hinbewegen müssen. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt, mitten in der Nacht aufzubrechen. Gewehr bei Fuß ist da, sehr schön, 3 Schuss. Ich dachte schon wieder, da knarzt hier oben das Silo.
sieht man mit dem Stream wahrscheinlich immer gar nicht so laut hören. Aber bei mir auf dem Kopfhörer höre ich da immer jedes kleinste Geräusch und das ist... Ah, ich fertig. Jetzt pass mal auf, wenn wir hier durchgehen gleich, wenn wir da vorne durchgehen, vorausgesetzt wir können da überhaupt durchgehen, dann könnten wir das mal ausprobieren. So, während wir hier gehen, wir haben aktuell 26 Kilo mit dabei. Ich muss mal ein bisschen aufschauen, dass wir noch die ein oder anderen Stöcke mitnehmen. Das Problem ist, ich habe jetzt auch den Schlafsack nicht mit dabei. Das heißt, wir können uns auch nicht ausruhen. Oh, Häschen. Er schreckt mich. Oh, pass mal auf. Wir haben doch bestimmt ein Steinchen. Bin so blöd. Aus 2 Meter Entfernung treffe ich den Hasen nicht. Dann machen wir uns erst Hasenbraten, oder? Alle 10 Tage, dass es kälter und stürmischer wird. Das kann sein, ja. Und natürlich auch die ganzen Essensrationen, die in den anderen Karten liegen, werden auch immer schlechter haltbar. Und wenn du dann in die neuen Gebiete kommst, dann hast du natürlich das Problem, dass du dort kein frisches Essen mehr findest. Oh yeah, jetzt wird es wieder kalt. Das heißt, das können wir eh schon vergessen. Ich suche noch das zweite Häschen, das hier irgendwo rumgelaufen ist. Ach, come on! So eine Kacke! Da ist es. Jetzt habe ich den Kadaver abgelegt. Ich will mir das zweite Häschen noch für ein bisschen was zu essen holen. Jawohl, schön daneben. Jetzt lauf nicht ins Gebiet der Wölfe, Mensch. Das ist schlecht für dich und für mich. Oh, wir müssen nach Hause. Wir sind schon sehr gefroren jetzt. Wir müssen nach Hause. Oh, da ist er. So, dann laufen wir mal nach Hause. Oh Gott, oh Gott. Ja, fliehen wir jetzt noch auf dem Nachhauseweg. Naja, wenigstens haben wir was zu essen bekommen. Can't feel my feet. Da drüben haben wir einen Wolf. Es war doch gerade eben war Sturm. Vor 2 Stunden war Sturm. Und jetzt schon wieder hier. Too cold to think. Jupp, super Ausbeute, oder, Leana? 2 Hasen für 5 Minuten draußen sein. Und mehr haben wir nicht geschafft. So eine Kacke. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt anders. Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen was zu essen. Das heißt, ich werde die ganzen Sachen jetzt off-Kamera einfach mal vorbereiten. Ich werde auch jetzt hier abwarten, bis das hier alles durch ist. Wenn der Wolfspelz getrocknet ist und wir bereit sind, werde schon mal vorfabrizieren. Und dann die letzte Stunde oder so machen wir dann wieder gemeinsam, damit wir dann im nächsten Durchgang direkt loslegen können und rausmarschieren können. Das ist jetzt der Plan. Da müsst ihr nämlich nicht immer hier zuschauen, während ich hier in der Bude stehe und nichts machen kann. Hilft ja alles nichts. Ja? Dann machen wir Schluss für heute und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Tschüss.